Kapitel 21 meines Bruders Hüter. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Uncharted 4 mit dem vorletzten Kapitel. Wie sollen ja jetzt Sam auf viel irgendwie retten? Ist zumindest mal, ja, mehr oder weniger der Plan. Okay. Hey, was ist das? Fußspuren. Fußspuren. Sam! Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Mal zu dem gruseligen Berg. Sam retten und dann nichts wie weg hier. Jo. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Ich hoffe doch. Ja, wir müssen darüber, okay? Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Wir müssen da irgendwie hoch. Hoch, Nathan. Hoch. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. So, dann müssen wir da. Wir müssen also doch da hoch. Also den etwas anderen Weg, als wir ursprünglich gegangen sind. Schön. So, schauen wir mal, das war der zweite Mal. Jawohl, und schön da sauer oben angedockt. Darüber oder was? Ja, scheinbar. Nö, eben nicht. Man kann sich auch festhalten, aber das wäre ja ein wenig zu einfach. Mal los. Zurück auf der Spur. Oh, natürlich, nur weil ich jetzt einmal gestorben bin. Muss ich jetzt auch den ganzen Scheiß aber neu machen, oder was? Diesmal nicht ganz so sauber, aber wir haben es hingekriegt. Oh, sorry. Ich vermute, dass wir irgendwie ran müssen. Aua. Komm, komm, komm. Jawohl. Ich dachte, ja, jetzt lässt sich da wieder fallen. Mehr Fußspuren. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich dich noch umbringen. Ja, Glück gehabt. Gut gehabt. Ich dachte, ja, ich lässt sich wieder da irgendwie mehr oder weniger fallen.
Gut, dann kommen wir daran. Da mal hin und dann vielleicht, wahrscheinlich. Oh Gott. Kriegen wir es hin? Jawohl. Verdammt nochmal. Okay. Dann gehen wir darüber. Was ist das? Das frage ich mich auch gerade. Irgendwas Piratiges jedenfalls. Oh, das ist Berns Enkel. Gut. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Hattest es fast geschafft. So ein Mist. So, einmal da wieder rüber. Jawohl. Mehr Fußspuren. Gut, weiter. Ich mag keine gruseligen Stimmen. Tja, dann mal rein. Hey Sam! Ich genieße gerade so ein bisschen, deswegen quatsche ich weniger. Okay. Dann mal los. Und ich konzentriere mich vor allen Dingen auch ein bisschen. Sam! Oh, verdammt! Jo. Puh. Ich habe mir schon fast gedacht, dass sowas Ähnliches passiert, weil ich die Felsen gesehen habe. Warte mal kurz, ich muss mal. Okay. Kann ich den da. Warte, kann ich den da irgendwie nicht rüber und dann mich da fallen lassen? Geht das nicht? Oder wäre das zu einfach? Oh Mann! Ich schwöre dir, Sam, wenn Ray von der Dean dich nicht töten, tue ich es. So, nu? Da runter und dann da hoch, hä? Warte mal, ich muss mich nur ein bisschen orientieren. Hoch müssen wir wahrscheinlich nicht. Ich vermute, dass wir runter müssen. Der hätte mich da eigentlich mehr oder weniger mal dran hängen können. Oder ich muss mich da dran hängen. Ich vermute, dass ich da dann darunter den Vorsprung muss. Und dann daran. Oh Gott, ich
da tausend Dinger auf einmal. Oh, verdammt! Genau, das war der Plan dahinter. Super, das war genau der Weg da. Das war der Gedankenweg dahinter, den ich eben schon hatte. Ja, Uncharted ist halt. Auch wenn die Wege nicht immer direkt sichtbar sind, hat man zumindest die Möglichkeit, ein bisschen vorauszusehen, sagen wir es mal so. Okay, tschüss. Oh. Sehe ich das richtig da? Hebe. Hebe das Schiff. Ja, 3 Zentimeter abgerutscht, aber das war eigentlich nicht der Plan. Krasse Nummer, Alter. Ja, wir müssen da schon mal irgendwie runter. Das ist wohl mein Weg runter. Klar, spring den Berg wieder hoch, kein Problem. Gute Nacht. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Aber komm. Wahrscheinlich hat er einen trockenen Weg genommen. Ein weniger schmerzhaft. Wir gehen runter. Da weiter oder was? Oder tauchen?
jedenfalls mein Schatz. Rajas Tarnkästchen. Okay. Ja, und du? Rein theoretisch könnten wir ja... Schwimmen sie durch den Unterwasser? Ach, ich hab's doch schon an was Ähnliches gedacht, dass ich da irgendwie durchtauchen muss. Irgendwas in die Richtung war doch da. Fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Ups. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Ups. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich. Und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam, oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. So, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich hier ein bisschen rauskomme aus der Nummer. Kann ich das jetzt irgendwie durchschwimmen? Ja, hier. Zumindest mal. Ja, genau. Da bin ich hier wenigstens.